glaube, wir haben sehr gut gespielt, lange Zeit, haben dann am Ende ein bisschen, ja, einen kühlen Kopf verloren, aber trotzdem haben wir uns dann ganz am Schluss nochmal nicht aus der Ruhe bringen lassen, haben dann nochmal sehr konzentriert gespielt. Das Publikum hat nochmal alles gegeben, uns nach vorne gepusht und daher haben wir dann am Ende auch viel verdient gewonnen. Das ist das Größte im Moment für uns. Wir leben hier ein Stück weit unseren Traum, hier vor so einer Atmosphäre zu spielen und es jetzt ins Halbfinale geschafft haben, sogar noch vor dem letzten Spiel in der Hauptrunde. War ein großes Ziel, das sehr, sehr weit weg, schien und das sich jetzt in den letzten Tagen hier Schritt für Schritt aufgebaut hat. Und wir haben jetzt zugeschlagen, als wir die Chance hatten, direkt im ersten Spiel nach der Vorlage der Brasilianer gestern. Und das ist einfach ein unglaubliches Gefühl für uns. Ja, es ist ein unglaublich gutes Gefühl. Das war ja im Endeffekt genau das, was wir uns vorgenommen haben. Haben heute die 2 Punkte geholt, um uns das Leben dann gegen Spanien nicht unnötig schwer machen zu müssen. Wir haben bisher immer alles in eigener Hand behalten, haben dafür gekämpft, dass der Vorteil bei uns ist. Ich denke, heute haben wir uns belohnen können dafür, dass wir gegen Frankreich und Russland am Ende noch den Ausgleich bekommen. Das sind die Kleinigkeiten. Ich denke, das haben wir uns hart erarbeitet und dann eben auch verdient gewonnen. Ja, klar sind unsere Gedanken auch bei Martin. Ich habe mich eben schon erkundigt. Ich weiß noch nicht genau, was es ist, aber wenn in unserem Sport einer mit der Trage rausgetragen wird, dann ist es schon eher was Schlimmeres. Deswegen war der Sieg natürlich auch für ihn auf alle Fälle. Auch heute hat uns die Halle wieder nach vorne gepeitscht. Ich glaube, als das letzte Tor gefallen ist, hat es keinen mehr auf den Sitzen gehalten. Davor war es auch schon schwer, glaube ich, dass das Dach der Arena nicht wegfliegt. Super Gefühl. Ja, sehr geil, ich glaube. Das war unser erstes Ziel, das haben wir jetzt geschafft und dann schauen wir mal, wo es danach weitergeht.